Und jetzt möchte ich mal nachfragen, wie war für euch, habt ihr die erste Partie mal so angeschaut? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht oder habt ihr euch mal Schachbrett aufgebaut, mal ein bisschen mit den Figuren gespielt, euch gegenseitig die Figuren mal angeschaut? Heute möchte ich mal mit allen Figuren spielen, für die schon etwas weiter sind im Schach, dass wir einfach mal sagen, okay, wir legen los und wie folgt würde ich eine vernünftige Eröffnung, die man als Anfänger spielen sollte, die sicher ist, euch zeigen. Weil es gibt im Schach ganz, ganz viele Eröffnungen, die man aber erst mit der Zeit lernt und dann auch mit der Zeit anwenden kann, wenn man schon länger Schach spielt. Und deswegen ist es ja wichtig, wie bei allem, man fängt erstmal mit kleinen Schritten an und möglichst auch sicher, dass man nicht gleich so dolle verliert. Und deswegen plädiere ich immer dafür, dass man mit dem Königsbauern am besten nach vorne geht. Das ist also der Bauer, der vor dem König steht. Und der geht zwei nach vorne. Okay. Da kann noch nichts passieren, der wird noch nicht angegriffen. Der steht also fröhlich da und sagt, okay, mir kann nichts passieren. Jetzt kommt der schwarze Bauer, der findet die Idee auch gut und geht auch zwei nach vorne. Und das hatten wir ja schon beim Bauernspiel gelernt. Die quatschen jetzt miteinander, weil der passiert jetzt beiden nichts. Jetzt entwickelt der Weiße. Der sagt, okay, ich hole jetzt hinten mal meinen Springer raus und geht eins, zwei zur Seite. So geht der Springer. Der geht wie ein L. Das ist also der Springer. Vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit, dass ich euch die Figuren im Einzelnen zeige. Oder, ja, geht der Springer raus, der greift jetzt den schwarzen Bauern an. Der schreit um Hilfe und sagt, ich werde angegriffen. Jetzt kommt sein Freund, der schwarze Springer, geht auch ein, zwei nach vorne und zur Seite. Und wenn wir jetzt genau hingucken, der kann nämlich auch seitlich eins, zwei gehen und dann nach oben beschützt er diesen Bauern. Das heißt, wenn der weiße Springer jetzt den schwarzen Bauern schlagen würde, würde der schwarze Springer den weißen Springer schlagen. Okay, dann wären die zweimal draußen. Aber das macht natürlich der weiße Springer nicht. Jetzt ist weiß wieder dran, der geht mit dem anderen Springer raus. Das nennt man eine Spielentwicklung. Man entwickelt sich. So. Das findet der Schwarze am Anfang auch ganz gut, geht auch zwei Züge raus. Das hat den Vorteil, man versucht zwischen König und Turm die Figuren, die Leichtfiguren rauszubekommen. Jetzt geht der Läufer nach hier auf und stellt sich hier hin. Und jetzt seht ihr, dass zwischen König und Turm keine Figuren mehr stehen. Jetzt lassen wir dem Schwarzen das auch mal machen. Der geht auch so weit raus. Und jetzt ist Weiß dran und Weiß sagt, ich mache die Rochade. Die Rochade ist ein Zug, wo zwei Figuren bewegt werden. Das heißt, man nimmt den König in eine Hand, geht zwei Felder zum Turm und mit der gleichen Hand nimmt man den Turm und stellt ihn neben den König. Das nennt man Rochade. Jetzt ist der Rochade hinten so im Eck, der König im Eck. Und ist etwas geschützt. Die Bauern passen auf, der König passt auf die Bauern auf und der Turm, der im Eck ein bisschen nutzlos ist, ist jetzt hier ein bisschen in der Mitte drin und kann sich in das Angriffsspiel oder Verteidigungsspiel, je nachdem, kann er sich mit einbringen. Das macht Schwarz auch, weil er das gut findet. Okay. Und so geht das Spiel immer weiter. Am Anfang versucht man mit sicheren Zügen die Eröffnung zu gestalten, dann kommt das Mittelspiel. Im Mittelspiel fängt man dann schon eine kleine Schlägerei an, sage ich immer. Ne, dann wird dann gehauen, Weiß geht meinetwegen zwei nach vorne. Dann sagt Schwarz, okay, den schmeiße ich raus. Ne, jetzt hat nämlich Weiß wahrscheinlich nicht aufgepasst, weil da muss man dann Züge vorausrechnen. Jetzt sagt, okay, den schmeiße ich raus. So, und dann sagt jetzt aber der Schwarze, eins, zwei, drei, den Springer schmeiße ich auch raus.
Und jetzt guckt der Weiße ganz schön doof. Warum guckt er doof? Weil jetzt ist die Dame nur noch da, die den Springer schlagen könnte. Aber der Schwarze hat hier seinen Läufer noch stehen. Der passt auf den Springer auf. Wenn jetzt der Weiße den schwarzen Springer rausnehmen würde, würde der schwarze Läufer sich freuen und würde die weiße Dame rausschmeißen. Und jetzt sieht das auf einmal, schau dir mal, ganz schön doof für Weiß aus. Ja? Weiß hat nämlich seine Dame verloren. Und das ist gar nicht gut. Wir hatten im Eingangsvideo oder am Eingang hatte ich euch die Wertigkeit der Figuren erklärt. Und wenn wir jetzt mal zählen würden, die Dame hat 9 plus 1 der Bauer sind 10 plus 3 der Springer sind 13. Und der Bauer 1, Springer 3 sind 4. Boah, da steht Weiß ganz, ganz schlecht da. Und die Dame ist futsch. Okay? Deswegen müsst ihr da immer aufpassen, dass eure Figuren gedeckt sind. Und man muss dann auch schon mal anfangen, im Kopf die Züge zu überlegen, nachzudenken. Wie sieht das mit meinen Zügen aus und wie sieht das mit den gegnerischen Zügen aus? Das ist also eine schöne Eröffnung, eine sichere Eröffnung, die man am Anfang machen kann. Und da sollte man aufpassen, wie viele Figuren sind jetzt auf dieses Mittelfeld da, wenn wir das jetzt nochmal zurücknehmen. So. Wie viele gucken jetzt hier auf diesen Bauern? Bei Schwarz guckt der Springer auf den weißen Bauern, bei Weiß und die Dame. Und die schwarzen Figuren, da guckt der Läufer, der Bauer und der Springer. Also guckt eine Schwarzfigur mehr auf diesen weißen Bauern. Und deswegen sollte ich da mich raushalten aus dem Ganzen. Ich könnte höchstens hier schräg schlagen, dann ist mein Bauer weg, dann sieht die Sache anders aus. Aber Schwarz war ja dran. Und deswegen ist es immer überlegenswert, wie mein nächster Zug aussieht und wie der Gegner dann darauf reagieren kann. Das ist meine relativ sichere Eröffnung. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was man tunlichst vermeiden sollte. So, jetzt stelle ich die nochmal schnell zurück. Okay, aha. So, der König geht auch wieder auf seinen Platz. So, tunlichst vermeiden. Wir haben hier zwei Flügel. Wir haben hier einmal den Damenflügel. Das ist die Dame. Das ist die Seite von der Dame Richtung Turm. Das ist der Damenflügel. Und vom König Richtung Turm ist der Königsflügel. Ich sage jedem Anfänger, lass bitte die Bauern auf dem Königsflügel stehen am Anfang. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr nämlich gegen einen gewieften Spieler spielt, der erkennt sofort seine Chance. Nehmen wir mal an, ihr fangt mit dem Königsflügel an, geht mit dem Bauern ein raus, er geht mit dem Bauern ein raus, jetzt geht ihr mit dem weißen Bauern auch wieder zwei raus, jetzt kommt er mit der Dame hier angefahren, bietet Schach, das nennt man Schach, wenn der König angegriffen ist, ist das Schach. Und jetzt kann der König nicht mehr ausweichen. Der kann nicht mehr ausweichen. Er kann auch nichts dazwischen stellen. Und die Dame kann auch nicht geschlagen werden. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man den Königsflügel offen lässt. Anders sieht es aus beim Damenflügel. Nehmen wir mal an, wir machen mal diese Konstruktion und jetzt würde die Dame hier Schach bieten. Na, ihr seht das, bietet Schach. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier kann der Bauer sich dazwischen stellen, jetzt ist der König nicht mehr im Schach. Es kann sich der Bauer dazwischen stellen, es kann sich der Springer dazwischen stellen, es kann sich der Läufer dazwischen stellen und es kann sich die Dame dazwischen stellen. Also ist das kein Problem. In dem Fall würde man aus taktischen Gründen den Läufer dazwischen stellen, weil der Läufer auch gleich die Dame angreift. Sagt, Dame, hau ab. Ne? Also ganz wichtig, König, Flügel, Bauern stehen lassen.
Bei den Damenflügeln ist es nicht so schlimm, weil man hier die Möglichkeiten hat, auf ein Schachgebot zu reagieren.